Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute möchte ich einmal zu Digimon etwas machen, was ich schon so ein bisschen ähnlich zu Pokémon noch zu Yu-Gi-Oh! Gemacht habe. Und zwar geht es für mich einmal um Digimon-Namen. Ich mache bei allen ein bisschen was anderes, weil alle in meinen Augen ein bisschen andere Probleme haben, in Anführungsstrichen. Und zwar habe ich zu Yu-Gi-Oh! Bereits ein Video gemacht, wo es mir darum ging, okay, welche Yu-Gi-Oh!-Anime-Namen finde ich wesentlich besser als in echt. Und bei Pokémon ging es nämlich darum, welche Pokémon-Namen wurden im Anime der Mittelschild besonders schlecht ausgesprochen. Heute geht es mich aber darum, welche Digimon-Namen ich persönlich im Deutschen besser finde, weil es eigentlich nicht wirklich sowas gibt wie, okay, die Anime-Namen finde ich besser, das sind einfach unsere deutschen Namen. Und auch nicht sowas wie, okay, die wurden im Anime besonders schlecht ausgesprochen. Da gibt es eigentlich nur zwei Staffeln, wo das eigentlich der Fall sein kann, und zwar ist es aber Data Squad und auch Cross Wars. In allen anderen Staffeln wurden die Digimon eigentlich ziemlich, normal ausgesprochen. Aber in den beiden, ja, da passiert jetzt öfters, dass die Digimon echt beschissene Namen haben. Aber es gibt tatsächlich vier Namen in meinen Augen, die tatsächlich im Deutschen besser sind als im Japanischen. Zumindest für mich einfach. Und ich möchte euch heute einmal fünf davon vorstellen. Als allererstes hätten wir einmal Raidramon, die Digi-Armodigation der Freundschaft von Wemon. Das ist für mich im Allgemeinen eins meiner absoluten Lieblings-Digimon überhaupt. Klar, zum einen ist es einmal eine Wemon-Digitation, also feiere ich es generell, aber es ist auch für mich sowieso die zweitbeste Armodigation von Wemon im Allgemeinen, direkt nach Magnamon. Ich liebe dieses Digimon, das finde ich so genial, also zum einen feiere ich es einfach generell, dass du darauf reiten kannst, weil ich mag generell Digimon, die du quasi als Reittiere nutzen kannst, deswegen mag ich zum Beispiel auch Garurumon, weil ich mir denke, ey, wäre richtig geil darauf zu reiten, aber es hat auch einfach so ein cooles Design, diese ganzen Blitze, das Schwarze, das Blaue, passt richtig, richtig gut zusammen und Raidramon, ich finde, das strahlt auch einfach sehr viel Macht aus, wenn ihr mich fragt. Problem ist nur, das ist nicht der originale Name von Raidramon. Im Originalen heißt dieses Digimon Leidramon, das heißt nicht Ray wie halt von Donner im Japanischen, sondern Lei wie Light im Englischen und ey, sorry, das finde ich absolut langweilig. Raidramon klingt halt richtig, richtig mächtig. Donnerdrachenmonster und, Leidramon, Lichtdrachenmonster. Zum einen, warum unbedingt Licht? Ich meine, ja, klar, Blitze und Donner, die geben Licht. Aber es ist ja ein bisschen was anderes, wenn ihr mich fragt. Und Raidramon klingt ultra mächtig. Und wisst ihr, was mich mit am meisten stört? Im Digimon TCG wurde das auch angepasst. Im Englischen hieß dieses Digimon nämlich auch ursprünglich Raidramon, aber jetzt heißt es im TCG Leidramon. Und das Problem ist, das ist eins von ein paar Digimon, die tatsächlich jetzt auch im englischen, japanischen Namen bekommen haben. Aber das ist ja nicht bei allen so. Es gibt immer noch genug Karten halt vom Digimon TCG, die halt den ganz normalen englischen Namen nutzen und nicht den japanischen. Und ich denke mir so, why? Dann einige ich euch doch auf etwas. Und ganz ehrlich, Raidramon klingt doch eh viel egal, als ich werde dieses Digimon niemals Leidramon nennen. Auch wenn ich dieses Spiel spiele, sage ich mal, ja, okay, ich spiele Raidramon, weil das klingt wesentlich, wesentlich mächtiger. Und ich finde das viel, viel besser. Wirklich, Leidramon gefällt mir geil. Als ich das allererste Mal gesehen habe, war das tatsächlich, als ich das Digimon TCG gespielt habe. Ich habe die Karte in meiner Hand gehalten und habe mir gedacht, wieso steht da Leidramon? Bin ich jetzt bescheuert? Und ganz ehrlich, nee. Den Namen fühle ich gar nicht. Dann kommen wir einmal zu zwei Digimon gleichzeitig, und zwar Burning Greymon und auch Kendo Gahurumon, die B-Spirit-Digitation von Takuya und Koji aus Digimon Frontier. In meinen Augen richtig coole Digimon, ich mag die vom Design her, aber ich finde auch die Namen passen einfach sehr, sehr gut, weil sie halt von den legendären Digikriegern Ancient Greymon und Ancient Garurumon abstammen, also macht es ja Sinn, dass diese Garurumon und auch Greymon im Namen haben. Aber tatsächlich ist das nicht der Fall. Die heißen im Originalen Vritramon und Garumon. Also Vritramon ist Burning Greymon und Garumon ist Kendo Garurumon. Und gerade im Digimon TCG hat es auch wieder halt für einige Probleme am Anfang gesorgt, weil die Leute halt dachten, okay, ich kann irgendwelche Greymon-Effekte auf Burning Greymon einsetzen und ich kann irgendwelche Garurumon-Effekte auf Kendo Garurumon einsetzen, aber auch das war nun mal nicht möglich, weil die im Original nicht so heißt. Und ich muss wirklich sagen, warum haben die kein Greymon oder Garurumon im Namen? Weil, wie gesagt, die kommen ja von Ancient Greymon und Ancient Garurumon. Da wäre das doch sinnvoll, wenn diese halt auch Greymon und auch Garurumon im Namen hätten. Klar, wir haben später Kaiser Greymon und wir haben auch später Magna Garurumon. Und ja, die haben wirklich Greymon und Garurumon im Namen. Aber warum nicht die? Die sehen ja auch noch aus, als würden die zu dieser Familie gehören. Also gerade Kendo Garurumon sieht ja übelst aus wie halt, Metall Garurumon. Und ganz ehrlich, Burning Greymon, den sehe ich auch sehr in der Greymon-Familie, also wenn ihr mich jetzt fragt. Also ich hätte das eigentlich schon sehr, sehr gut gefunden, aber nein, die Japaner haben sich gedacht, wir geben den anderen Namen. Und ich meine,
ich finde Vritramon jetzt nicht schlecht. Und ja, Garurumon finde ich nämlich gar nicht mal so geil. Aber trotzdem, die sollten in meinen Augen halt wirklich Greymon und Garurumon im Namen haben. Also ich finde tatsächlich, da wurde das bei uns wesentlich besser gemacht. Weil es halt zum einen halt, naja, ziemlich gut zu den Hauptcharakteren passt. Es sind immer eigentlich irgendwas mit Garurumon oder halt was mit Greymon. Das ist immer so ein bisschen ähnlich, muss man halt schon sagen. Und wie gesagt, es passt zu den Ancient Digimon. Die Namen finde ich auch so viel besser. Also sorry, wie gesagt, ich finde Vritramon ganz okay. Aber Burning Greymon klingt ja so viel geiler als das. Und Kenno Garurumon ist in meinen Augen sowieso so viel besser als Garurumon. Also ich muss halt echt sagen, da gefallen mir die deutschen Namen halt eindeutig besser. Dann kommen wir mit zu meinem absoluten Lieblings-Digimon überhaupt. Und zwar wäre das natürlich einmal Beelzemon. Wirklich, ich liebe dieses Digimon. Gerade der Blastmon ist einfach Chefskiss. Guck Tamers, wenn ihr es nicht gesehen habt. Alleine wegen ihm lohnt es sich wirklich. Jetzt hatten wir einmal eine Wemon-Form in dem Video, was ja mit auch zu meinem absoluten Lieblings-Digimon überhaupt gehört, zusammen mit Beelzemon. Die streiten sich da immer so ein bisschen. Und halt Beelzemon im Allgemeinen. Und ich liebe dieses Digimon. Auch der Name Beelzemon, den finde ich einfach immer so unglaublich cool. Ne? Kommt natürlich von Beelzebub, ist ja klar. Und ich fand den Namen, der ging immer relativ gut über die Zunge. Also Beelzemon, ne? War relativ leicht auszusprechen. Zeigt halt trotzdem, okay, das wird schon ein bisschen böse. Ne? Ist ja klar, ist auch eine der sieben Dämonen. Könige, passt auch sehr gut, dass er vom Beelzebub kommt. Und das war eigentlich in meinen Augen der perfekte Name. Im Japanischen hat man den allerdings ein bisschen länger gemacht und beziehungsweise ne, im Original ist er natürlich ein bisschen länger bei uns gekürzt. Und zwar heißt der im Japanischen nicht Beelzemon, sondern Beelzebumon. Wie gesagt, das Ganze kommt von Beelzebub. Also das macht immer noch Sinn. Ich verstehe, warum da Beelzebumon steht. Aber bin ich der Einzige, der finde, dass Beelzemon einfach besser über die Zunge geht als Beelzebumon. Ist ja nicht so, dass man es im Japanischen irgendwie hätte dranhängen müssen, weil du musst dieses Bu im Japanischen nicht unbedingt als Silbe aussprechen. Es ist nicht so, als ob das unbedingt hätte so geschrieben werden müssen, damit es ein richtiges Wort ergibt. Du hättest es auch einfach weglassen können, dieses Zeichen. Aber nein, man hat sich dafür entschieden, das so zu machen. Und ich muss sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass es im Japanischen unbedingt einfacher auszusprechen ist, sondern einfach auch genauso hier bei uns einfach länger. Und ganz ehrlich, nee, Beelzemon klingt so viel besser in meinen Augen. Wie gesagt, es ist kürzer, hat immer noch genug mit Beelzebub zu tun. Ich meine, passt der immer noch ganz gut zusammen. Und keine Ahnung, es wirkt einfach bedrohlicher. Ich habe dieses Gefühl, dieses Buh, das macht es irgendwie Buh, wie so ein Geist. Und das finde ich ein bisschen kindisch, muss ich sagen. Und ich persönlich werde den niemals Beelzebumon aussprechen. Ich werde den immer nur Beelzemon aussprechen, weil, wie gesagt, mit mein absolutes Lieblingsdigimon überhaupt. Und ich werde das einfach so nennen, wie ich es kennengelernt habe, weil es einfach in meinen Augen auch wesentlich besser passt. Der nächste Name ist etwas, wo ich nicht unbedingt sage, dass der besser ist im Deutschen, sondern einfach, dass ich mich darüber freue, dass der im Deutschen abgeändert wurde, weil ich bin ganz ehrlich mit euch, ich habe richtige Probleme, das im Original auszusprechen. Und zwar ist hier einmal die Rede von Azulongmon. Die ganzen vier Souveräne sind ja halt an der chinesischen Mythologie angelehnt und deswegen haben die alle auch im Original chinesische Namen. Azulongmon heißt eigentlich, und ich spreche das hundertprozentig falsch aus, Shinlongmon. Und wie gesagt, ich habe meine Probleme, das auszusprechen. Ich habe kein Problem damit, dass es ein chinesischer Name ist im Japanischen. Ich finde, hey, das Ganze gehört zur Mythologie im Chinesischen und dann kannst du es auch durchaus so nennen. Und ich sage nicht mal, dass Shinlongmon ein schlechter Name ist. Ich bin mir nur zu 100% sicher, dass ich das einfach durchgehend falsch ausspreche und hätten wir das im Deutschen bekommen, ich es auch durchgehend falsch aussprechen würde. Also bin ich ganz froh darüber, dass wir Azulongmon bei uns im Deutschen bekommen haben. Wie gesagt, ich finde nicht, dass eins von den beiden Namen unbedingt besser ist. Ich finde beide eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Gerade wie gesagt, es ist halt chinesische Mythologie, also finde ich, dass Shinlongmon ja eindeutig passend ist. Aber ich krieg's halt nicht hin. Ich spreche kein Chinesisch. Ich werde das 100% die ganze Zeit falsch ausgesprochen haben. Und da bin ich ganz froh darüber, dass wir quasi einen eingedeutschten Namen oder eingewestlichten Namen haben, weil Azulongmon ist auch so ein Digimon, was auch im Digimon TCG immer noch Azulongmon heißt. Und ich denke mir so, warum? Warum heißt dieses Digimon dann immer noch Azulongmon, aber Raidramon heißt jetzt Leidramon? Why? Dann nennt es doch auch Shinlongmon. Also ich bin froh, dass sie es nicht gemacht haben, weil ich finde Azulongmon, wie gesagt, für mich angenehmer. Aber wieso machen die es bei einigen Digimon und bei anderen nicht? Raidramon ist ein besserer Name und wie gesagt, Azulongmon gefällt mir im Allgemeinen besser, weil ich das besser auch sprechen kann. Als nächstes hätten wir dann einmal ein Digimon, wo ich echt sagen muss, ich kann den Namen Japanisch nicht ernst nehmen. Wirklich, ich höre diesen Namen und denke mir, das ist doch irgendwo eine Verarsche. Und zwar geht es hier einmal um Piedmon. Piedmon war in meinen Augen ein so unglaublich bedrohliches Digimon in Digimon Adventure. Wirklich, ich liebe den. Ich finde, das ist ein unglaublich genialer Antagonist und der war immer super bedrohlich. Im Japanischen heißt der allerdings nicht Piedmon, sondern Piemon oder Paimon. Halt, wie der Kuchen wird der geschrieben. Und ich denke mir so, wieso? Das klingt so unglaublich
unbedrohlich. Die Sache ist halt die, sowohl Piedmon und auch Paimon, ich weiß gar nicht, wie ich es aussprechen. Paimon, Piermon, ich glaube, es ist Paimon. Der kommt halt immer im Allgemeinen von Pierrot, was halt eine Bühnenfigur ist. Und das passt halt, dass du halt den Namen davon halt ableitest. Aber dieses D macht in meinen Augen im Deutschen so einen riesigen Unterschied, weil das Ding wird, naja, Kuchenmon geschrieben. Und wie gesagt, ich weiß, dass Belias zum Beispiel in seinen Videos ganz gerne die japanischen Namen nutzt. Und jedes Mal, wenn er sagt, ich kann das nicht ernst nehmen. Ich weiß, dass es der richtige Name ist, aber ich kann das einfach nicht ernst nehmen. Das klingt so unglaublich unbedrohlich. Oder bin ich der Einzige, der sich denkt, oh mein Gott, Kuchenmon, ja, wieso bist du, greifst du mich jetzt an? Sei doch bitte freundlich, gib mir einen Kuchen. Vor allem, ich habe auch damals irgendwie ursprünglich gedacht, okay, Paimon kommt halt wirklich von Kuchen, weil so ein bisschen Clowns ähnlich ist. Weil, naja, ein Clown haut ja auch oftmals, naja, Kuchen in das Gesicht der Leute. Aber nein, ich meine, Piedmon ist kein Clown, aber er sieht so ein bisschen aus wie einer. Und wenn du jetzt mir sagst, mit Pimon oder Paimon, was auch immer, das mit dem Kuchen. Ich dachte echt, der kommt eine Zeit lang halt einfach vom Wort Kuchen. Aber nein, der kommt auch von Pierrot. Wie gesagt, also man passt es in der Hinsicht, aber das D macht so viel Unterschied, ne? Frag Ruffy. Das ist einfach Paidemon. Alter, einfach eine One Piece-Anspielung bei uns im Deutschen. Und das ist einfach so viel besser, weil es nicht so unglaublich dämlich klingt in meinen Augen. Ich muss wirklich sagen, Piedmon kann ich im Japanischen einfach nicht ernst nehmen. Aber ja, das waren auf jeden Fall ein paar Namen, die ich im Deutschen schon wesentlich besser finde als im Japanischen. Allerdings, es gibt immer noch wesentlich mehr Namen, welche im Japanischen anders sind als im Deutschen. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was denn ihr für Namen immer noch besser findet im Deutschen als im Japanischen. Und dann können wir auch gerne einen zweiten Part daraus machen, genau wie bei dem Pokémon und auch beim Yu-Gi-Oh! Video. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und tschüss.